Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich bin ganz erstaunt, dass wir auch ein paar Herren mit an Bord haben. Mein Name ist Sandra Kader. Ich bin saumäßig aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ich dachte mir, nachdem man uns gefragt hat, weil ja die Dozentin ausgefallen ist, dachten wir, das ist die beste Gelegenheit, dass wir einfach auch unsere Stimmen mal hören lassen. Schönheit in der Krankheit wiederentdecken ist ja unser Motto in München bei Recover Your Smile, wo wir oft auch hören, ja, warum ein bisschen schminken und die Damen haben andere Sachen im Kopf, ja, als so ein bisschen Make-up jetzt machen, sehe ich nicht so. Ich denke, gerade so sich selbst wieder akzeptieren und lieben können und einfach auch sagen, okay, ich habe Krebs, ich habe gerade keine Haare, ich habe keine Augenbrauen, aber da ist was in meinem Gesicht, wo ich es immer noch liebe, wo mir die Kraft gibt, weiterzumachen. Ja. Therapeutische Ansätze sind, wenn ich bei uns in München, sind wirklich da. Wir haben auch von vielen Psychologen gehört, dass was wir auf den 4 Stunden Schmink-Session mit den Damen bewirken, das oft effektiver ist wie ein paar Monate Therapie. Ich traue es mich kaum sagen, aber es ist so. Wir erleben das immer wieder, dass dann Mädels kommen oder also auch Damen jeglichen Alters, die sehr verschüchtert sind, die unsicher sind, die nicht wissen, okay, ich habe keine Augenbrauen, ich habe keine Wimpern, ich habe keine Haare, was passiert hier eigentlich mit mir? Ja? Und dann zeigen wir ihnen mit ein paar Tipps und Tricks so ein paar Schminksachen, wo man einfach wieder Frische ins Gesicht zaubert und machen dann Fotos. Und es ist so schön, wenn dann die Frauen von selber sagen, okay, ich nehme meine Perücke ab, weil ich sehe auf einmal, dass ich wunderschöne Augen habe. Ich habe prächtige Wangenknochen, ich habe die schönsten vollen Lippen. Und da passieren ganz, ganz viele Sachen. Also für mich, ich bin eine Schminktussi, ich meine, schaut es mich an, ich bin wirklich geschminkt. Aber ich finde, so Make-up, die Schönheit wieder so ein bisschen ins Gesicht zaubert und uns erinnert, dass wir wirklich schön sind, no matter what, ist eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und wir wollen euch heute in einer kurzen Demonstration zeigen, wie man das ganz, ganz schnell machen kann. Also das wird jetzt kein Make-up, das eine Stunde dauert. Wir haben da alle keine Zeit dafür, außer ich. Ich stehe extra immer 2 Stunden früher auf. Gibt so ein paar wichtige Tipps und Tricks, die wir mal in 10 Minuten jetzt runter gebetet haben. Dankeschön an unser liebstes Model. Ist übrigens, ich weiß, wir haben ein bisschen was umgeschrieben in der Broschüre. Wir haben hier kein Versuchsobjekt. Wir haben ein wunderschönes Model. Okay. So, danke auch an meine beste Freundin Heike, die ich ausgebildet habe zu Make-up-Artisten. Nicht ganz uneigennützig. Und sie wird jetzt einfach so ein paar Sachen zeigen. Bevor wir anfangen jetzt zu schminken, ganz wichtig, die Haut ist ja doch recht trocken immer während den ganzen Therapien. Es ist ganz wichtig, dass ihr wirklich eine gute, gute Feuchtigkeitscreme nehmt. Ja. Vielleicht auch mit dem Arzt sprechen, was er empfiehlt. Ganz wichtig, einfach eine Pflege unter Make-up. Ja. Das ist so das Erste. Was wir dann machen, ist abdecken. Ja. Wenn man so guckt, man hat einfach sowieso immer ein bisschen unruhiges Gesicht. Wir haben Rötungen, wir haben Augenschatten. Und die Heike deckt jetzt einfach mal mit ganz, ganz wenig Abdeckstift. Das ist eher so ein cremiger Concealer. So ein bisschen die Unebenheiten ab. Und wir schminken nur die Hälfte vom Gesicht, damit ihr seht, was so passiert. Wir schminken natürlich das Model nachher noch die zweite Hälfte nach. Wir lassen den nicht halbseitig gehen. So, bisschen Concealer auftragen. Ganz, ganz wichtig, Mädels, unter den Augen. Ja, Augenschatten, das haben wir alle. Wenn die Augenschatten nicht schön abgedeckt sind, dann brauchen wir gar nicht weiter schminken, weil dann schaut man wirklich immer krank aus. Ja. Also wenn ihr entscheiden müsst zwischen einer Rötung oder Pickel auf der Wange und den Augenschatten weg, bitte Augenschatten schön abdecken. Ja. Das ist wirklich die halbe Miete von einem natürlich frischen Tages-Make-up. Ja. Schön einarbeiten. Immer auch gucken, dass man mit den Pinseln nicht so reißt. Wir wollen uns nicht so kleine Fältchen noch ziehen, also ganz vorsichtig am Auge arbeiten. Ich würde euch auch empfehlen, von der Konsistenz von so einem Abdeckstift eher flüssig zu nehmen. Diese ganz, ganz, es gibt so massive, so wirklich deckende Concealer, bitte nicht. Das kriegt uns überall rein in die Fältchen, das schaut nicht sexy aus. Also da lieber gar keinen Concealer nehmen. Ja, ihr seht schon, was das, wenn die Kamera das Licht mal gescheit hinleuchtet. Kein Vorwurf, aber das brauchen wir, um Make-up zu zeigen. Dass es einfach schon viel, viel ruhiger ausschaut. Also hier geht es einfach darum, mit einem Concealer das Hautbild ebenmäßiger wirken zu lassen.
Das weißt du auch, gell? Ja, das macht Sinn. Genau. Perfekt. Also das Hautbild wirkt schon viel, viel ruhiger. Wir wollen auch bitte nie eine Maske schminken. Also das, wir wollen immer noch ein bisschen Leben haben. Also wenn man so eine leichte Rötung noch auf dem Gesicht hat, das ist vollkommen okay, das ist Leben, das zeigt was. Ja? Aber Augenschatten, da bin ich ganz, ganz zickig, die müssen weg. Ja? Ganz wichtig. Oder auch oft hier in der Höhle vom Auge, dass man auch manchmal recht dunkel schön alles aufhellen. Genau. Ja, also von hier schaut es toll aus. Ihr könnt dann alle mal runterkommen und von nah anschauen, wenn man es über die Leinwand nicht so sieht. Okay, Mädels. Jetzt geht's weiter. Das war so unsere Unterlage. Dann nehmen wir einen Mineralpuder. Wichtig, also entweder bitte nehmt eine Flüssigfoundation oder den sogenannten Mineralpuder. Bitte Finger weg von diesen Kompaktpudern oder Creme-Make-up. Das ist Masse, Masse, Masse. Kompaktpuder hat so viel Kalk, das zieht euch die ganze Feuchtigkeit, die ihr in der Haut habt, wirklich weg. Und das macht um Jahre älter. Ja? Also entweder ein Flüssig-Make-up oder ein Mineralpuder. Der Heike nimmt jetzt Mineralpuder. Der hat ganz, ganz viele schöne Mineralanteile in sich, unter anderem auch Zink, wo entzündungshemmend wirkt. Und wichtig bei einem Tages-Make-up ist einfach, dass das natürlich ausschaut, dass wir keine Maske haben. Und ich würde euch eigentlich wirklich da immer ein Mineralpuder empfehlen. Ja? Der hat ganz wenig Kalkanteile, heißt, jeder Hauttyp kann den eigentlich hernehmen. Wichtig ist, den schön einzuarbeiten. Genau. Und dann sieht man auch schon, wie schön ebenmäßig wirkt. Grundierung ist somit beendet. Wer jetzt sagt, ich mag kein Puder im Gesicht oder kein Flüssig-Make-up, dann reicht es natürlich auch, dass ihr mit eurem Concealer arbeitet. Ja? Aber wirklich Augenschatten müssen weg, sonst müssen wir nicht weiterschminken, das schaut nicht aus. Ja? Jetzt gehen wir, was auch jetzt gerade für die meisten Damen hier ganz wichtig ist, die Augen. Ja? Gerade wenn man vielleicht keine Haare hat, sind die Augen so das wichtigste Instrument, was man betonen möchte. Ja? Und die Heike schminkt jetzt da mal eine ganz schöne Variante, wo auch wirklich dezent ist. Also keine Angst, dass sie dann ausschaut wie Travestiekünstler. Wir schminken eine ganz, ganz dezente Make-up-Weise. Heike geht jetzt ein bisschen mit einem Hell aufs bewegliche Lid. Wir ziehen das auch nicht mehr bis unter die Augenbraue, das war 80er Jahre, das macht man immer. Ja. Nur noch bis zur Lidfalte und ganz dezent. Genau. Bitte da auch immer schauen, dass ihr vielleicht ein bisschen hochwertigeren Lidschatten euch holt. Die ganzen Kosmetikprodukte in den Drogeriemärkten sind nicht wirklich so der Hit, weil sie keine Farbpigmente in sich haben. Das heißt, ihr könnt eigentlich kein schönes Ergebnis haben. Ja. Und jetzt, Mädels? Also ich liebe eigentlich für euch, Bobbi Brown ist noch ganz gut. Das ist so eine mittelpreisige, die ist echt noch für Frauen da. Das ist aber auch schon das einzigste. Punkt. Ja. Also Bobbi Brown ist so von der Qualität her, da passt das Geld auch noch. Ja. Ist auch hautfreundlich. Genau. Okay, Mädels, und jetzt verrate ich euch den Trick von wirklich einem frischen, frischen Make-up, ja, das die Augen strahlen lässt, wo wirklich wieder ein Glanz auch bringt, ein Schimmer in die Augen. Und das ist unser Aprikot. Aprikot ist die hotteste Farbe für ein frisches Tages-Make-up. Und das setzt man nur einen Ticken in die Lidfalte. Bitte nicht aufs ganze Lid, das ist Disco, ja, das macht man nicht. Nur einen Ticken in die Lidfalte. Das schön ein bisschen verblenden und auch wieder sehr soft wirken lassen. Ihr seht, das ist da, aber ist irgendwie auch nicht da. Ja? Dieses Aprikot hat eine riesen Wirkung aufs Auge. Genau. Setzen wir oben noch ein bisschen hell unter die Augenbraue. Das ist jetzt so ein Nebenschritt, wo man nicht unbedingt machen muss, aber die Heike hat das gemacht. Und ihr seht, wie das Auge auf einmal schon größer wirkt. Seht ihr das? Und einfach auch schön strahlt. Ja? Das ist jetzt fürs Tages-Make-up das Einzige, was wir machen an Lidschatten. Ja? Punkt. Hat schon eine Riesenwirkung. Wenn es jetzt so ist, dass keine Wimpern da sind, Mädels, dann empfehle ich euch bitte, einen schwarzen Lidstrich zu ziehen. Am Wimpernrand wirklich einen kleinen, dünnen Lidstrich. Das heißt so eine kleine Täuschung und zieht wirklich Wimpern auch
recht ähnlich. Ja? Man kann auch dann falsche Wimpern kleben. Ist ein bisschen eine Übungssache, gebt es da nicht auf. Ja? Da müsst ihr 2 Wochen durch und flucht und macht's, aber dann könnt ihr das. Ja? Aber so ein Lidstrich auf die Schnelle schaut schon sehr wimpernmäßig aus. Ja? Conny hat ja Wimpern und da werden wir jetzt ein bisschen tuschen. Bitte nie braun oder Gottes Willen grün, blau, lila, das ist Fasching. Ja. Wir machen immer schwarz, schwarz betont die Augen, einfach ohne wirklich jetzt hart zu wirken. Arbeite blind. Tusche ist ganz, ganz wichtig für diejenigen Damen, die Wimpern haben, bitte immer tuschen. Ihr seht, was das nochmal mit dem Auge macht. Ja. Für die Damen, die keine Wimpern haben, Lidstrich ziehen oder einfach falsche Wimpern kleben. Ihr seht, was das nochmal ausmacht. Das macht den Blick nochmal schön offen. Ja. Genau. Auch keine wasserfeste Tusche. Wir haben das auch öfters in unseren Vereinssession. Weil die Damen sagen, ja, ich muss dann weinen oder weiß der Himmel, bitte nicht. Also wasserfest nur im Urlaub. Die sind sehr aggressiv, auch am Abend zum Abschminken. Das wollt ihr nicht, ja. Finger weg von wasserfesten Tuschen. Außer ihr seid Badenixen im Meer, dann bitte ja. Aber sonst regionale, normale Tusche. Ihr könnt auch unten drunter, es gibt so Wimpernprimer heißen die. Das ist weiße Wimperntusche. Die tut man auftragen und dann schwarze Tusche. Hält euch die Wimperntusche stundenlang länger. Okay. Auge ist soweit fertig und jetzt seht ihr schon, von den Augenbrauen her ist nicht so viel da, da wollen wir einen Ticken mehr. Ja? Also Augenbrauen, gerade in der Krankheit, wenn die ausfallen, das ist so, es gibt mittlerweile Gott sei Dank ganz, ganz coole Augenbrauen-Schablonen, auch wirklich in den Drogeriemärkten etc., wo ihr mal gucken könnt oder die Schablone anlegen und schauen, okay, welche Augenbraue möchte ich denn? Möchte ich sie eher spitz, möchte ich sie rund? Und diese Dinger finde ich ganz cool, weil da malt ihr die einfach mit einem Augenbrauenstift ins Gesicht. Ja. Gibt auch permanent Make-up. Da bitte, wenn ihr jemanden braucht, vielleicht uns per E-Mail kontaktieren. Wir haben eine ganz, ganz gute Dame. Permanent Make-up ist ja eher so ein Lotteriespiel, ja, komme ich zu jemand Guten, komme ich zu keiner Guten. Wir haben jemanden an der Hand, die sehr, sehr gut sticht. Heike zieht jetzt bei der Conny die Augenbrauen einfach nur im Ticken dunkler nach und ihr seht schon von der Wirkung, dass die Augenbraue ganz wichtig ist im Gesicht. Also Augenbraue, der Rahmen vom Gesicht, ist für uns Make-up-Artisten der wichtigste Teil von unserem ganzen Make-up, weil die Augenbraue, der Rahmen hält und das ganze Augen-Make-up fest. Und wenn ihr jetzt den Vergleich schon mal habt, ihr seht, das schaut ganz anders aus. Ja. Ja, macht nochmal auf. Ja. Also Mädels, ich weiß, es gibt so ein bisschen eine Scheu mit dunkleren Augenbrauen, aber schafft es, dass ihr da drüber kommt, dass ihr da drüber schaut und euch dran gewöhnt, weil es macht super, super viel aus. Bitte auch nicht mit schwarzem Kajal, ja. Machen auch keine Rocky Horror Picture Show, ja. Aber so ein Dunkelbraun ist immer recht gut. Okay? Also Augenbrauen, ganz, 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 ganz wichtig. Okay. Wie gesagt, wenn die Augenbrauen jetzt gerade nicht da sind, entweder mit einer Augenbrauen-Schablone, das ist irgendwie auch ganz nett, weil ihr habt verschiedene Formen, da könnt ihr mal spielen. Ja? Könnt ihr die eher spitz machen, ein bisschen runder, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, das ist eine gute Sache. Oder gleich tätowieren, das müsst ihr im Endeffekt selber entscheiden. So, Auge ist fertig, jetzt gehen wir zum Rouge. Und beim Rouge sind wir jetzt wieder bei unserem coolen Aprikot-Ton. Ja? Also wenn ihr euch heute nur von dieser kleinen Schminkschulung was merkt, das ist einfach Aprikot aufs Auge, Aprikot auf die Wange. Ja? Punkt. Das ist hier nochmal der frische Kick. Ja? Da könnt ihr euch so schlecht fühlen, wie ihr wollt, so ein bisschen Farbe im Gesicht wird euch gleich helfen, auch wieder so ein bisschen ein Smile zu finden. Ja? Wenn ihr mal guckt, wie das aussieht. Seht ihr das über die Kamera, über den Bildschirm? Ja? Wenn, dann schaut es euch nachher nochmal von nah an. Können wir ruhig noch einen Ticken drauf gehen? Einen Ticken. Darf es ein bisschen mehr sein? Und ihr seht es einfach, da haben wir wieder Frische. Ja. Es ist auch so, also jetzt ich
bin noch nicht von irgendeiner schweren Krankheit getroffen worden. Aber selbst bei mir, wenn ich mal eine Grippe habe und in der Früh mir denke, um Gottes Willen, du schaust aus und ein bisschen Rouge und irgendwie geht es mir dann schon besser. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Ego-Make-up-Vibe bin, aber es macht einfach was mit uns. Ja? Ein bisschen Rouge ja, hilft. Ja? Und ihr seht's? Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Farbe und jetzt gehen wir noch ein bisschen mit so einem Aprikot-Lipgloss auf die Lippen. Und da ist es so, wenn ihr keinen Lippenstift wollt etc., dann einfach ein Glan-Gloss. Das ist einfach, es geht darum um den Glanz. Glanz macht sofort auch wieder frisch. Heike nimmt jetzt auch ein bisschen Farbe noch. Aber das bleibt euch überlassen. Also wichtig einfach ein bisschen was auf die Lippen, das glänzt. Das ist nämlich auch dann für ein Tages-Make-up ganz optimal. Aber man kann schon ganz gut erkennen, diesen Unterschied, oder? Von rechts zu links. Ja. Beim Mund machen wir jetzt alles, nicht nur halbseitig, das wird ein bisschen komisch auch schon. Das Model darf auch nicht lachen, während der Mund geschminkt wird. Und die Zähne geschminkt. Genau. Und guckt, Mädels, das war's schon. Und das war jetzt innerhalb 10 Minuten und ihr habt einfach wieder Frische im Gesicht und fühlt euch einen Ticken wohler. Natürlich in München bei unseren Sessions machen wir dann als zweites Make-up immer noch was Verrücktes. Da dürfen dann die Damen toben mit Smoky Eyes oder Diva und etc. Ja, das ist nochmal was anderes. Aber Fakt ist, einfach ein bisschen Farbe ins Gesicht macht mit unserer Seele auch was. Ja? Und das war's. Halbseitiges schönes Make-up. Danke, Heike.